Eine mutierte Schnecke kriecht in einen Handschuh, doch der alte Mann merkt es nicht. Er nimmt den Handschuh und zieht ihn direkt über seine Hand. Kurze Zeit später spürt der alte Mann einen stechenden Schmerz. Verzweifelt versucht er, den Handschuh auszuziehen, doch er bekommt ihn einfach nicht ab. Der alte Mann schlägt mit der Hand auf den Tisch und versucht, die Schnecke von innen zu töten. Er schlägt so fest zu, dass das Pestizid auf dem Tisch zu Boden fällt. Doch es funktioniert immer noch nicht. Da bemerkt der alte Mann die Schere im Regal. Er greift nach der Schere und versucht, den Handschuh aufzuschneiden. Weil er so sehr zittert, schneidet er aus Versehen in seine Hand und kann den Handschuh immer noch nicht entfernen. Der unerträgliche Schmerz lässt den alten Mann zusammen mit dem Regal zu Boden fallen. Plötzlich sieht er die Axt auf dem Boden. Durch die Schmerzen verliert er den Verstand. Er nimmt die Axt und hackt sich die Hand ab. Sein Schrei erregt die Aufmerksamkeit von seiner Frau, die sofort herbeieilt, um zu helfen. In der Zwischenzeit zerfrisst das zuvor heruntergefallene Pestizid das Kabel und entzündet einen in der Nähe stehenden Benzinkanister. Währenddessen bereitet eine Frau einen Salat zu, ohne zu wissen, dass sich eine Schnecke in dem Gemüse versteckt hat.